Moin Leute und herzlich willkommen zur 7. Folge von FIFA in der BVB-Trainerkarriere. In der letzten Folge hat sich halt leider der Erling Braut Haaland verletzt. Und naja, was sollen wir machen? Jetzt muss da Ranier oder Mokoko spielen. Und schauen wir mal, wie es im nächsten Monat aussieht, welche Spiele wir machen. Wir machen auf jeden Fall Gladbach, Brügge und der FC Bayern München. Und ich versuche mal alle drei Spiele in einem Video reinzukriegen. Ich weiß, es kann sein, dass das Video ein bisschen länger ist. Muss ich noch gucken, weil ich nehme das Video jetzt direkt nach der 6. Folge auf und habe demnach noch nicht geschnitten und habe noch nicht geguckt. Also ich denke mal, wir sollten Gladbach, Brügge und Bayern in ein Video reinkriegen. So, bevor wir ins Spiel gehen, geht's erstmal in die ins Monatsbericht der Jugendmannschaft. Da hätten wir dann einfach den Magnier. Führt Paredes direkt schon mal zum Profi befördern. Ja, und dann direkt auf die Leihliste tun. Weil der hat ziemlich gutes Potenzial mit einer 93. So, aber wir haben hier nochmal unsere Jugendspieler-Scouting-Zeugs. Da haben wir einen aus Frankreich, der schon mal sehr gut ist, den wir mitnehmen. Der Rest, naja, so lala. Ein Deutscher, der Sebastian Werner nehmen wir mit. Der kann weg. Finn Kraus kommt mit. Der kommt weg. Und Gabriel Peters kommt mit. So, haben wir noch mal ein paar gute mit abgestaubt. Und jetzt geht's in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach. So, und damit geht's auch direkt los. Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Shinji Kagawa kann eigentlich sehr relativ lange durchlaufen. Jetzt einmal an ihm vorbei. Und was war da? Foul an Shinji Kagawa. Es gibt den Elfmeter. Eden Hazard. Und Jan Sommer hält ihn. Eden Hazard nicht gut geschossen. Das kommt zum Eckball. Von Marco Reus ausgeführt. Nächster Eckball. Kurz ausgeführt auf Guerrero. Guerrero zu Ball verliebt, will da selber durch, aber schafft es nicht. Oh, schlecht gemacht von Borussia Mönchengladbach. Jetzt Jorginho frei vorm Tor, macht es und oben links in den Winkel. 1 zu 0 Borussia Dortmund. Flanke von Gladbach. Hofmann. Und Tor für den Borussia Mönchengladbach. Ausgleich in der 41. Minute. Florian Neuhaus. Und oh, noch ein guter Torschuss von Rainier. Gibt aber jetzt nochmal den Eckball. Da ist Jan Sommer dran. Kann den aber nicht festhalten, Guerrero. Emre Can. Kagawa. Ranier schießt und ganz knapp wieder vorbei. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Kagawa auf Ranier. Ranier schießt, aber da bleibt der Ball an dem Fuß von einem Gladbacher fest. Marco Reus. Marco Reus gibt den Freistoß. Sehr gute Gelegenheit. Und der ist drin. Freistoßtor Marco Reus.
Und Gladbach nochmal mit der Chance. Und die gleichen direkt danach nochmal aus. Das ist doch kaum zu glauben hier. Player mit dem 2:2. Kagawa geht runter, dafür kommt Jule Brandt. Oh, schlecht gemacht von Klostermann. Und Borussia Mönchengladbach dreht das Spiel 2:3. Reus, Marco Reus. Mahrez. Und Mahrez macht das Tor. Das 3:3 Ausgleichstor. Jetzt wird nochmal gewechselt. Ranje geht runter. Thorgan Hazard kommt rein. Mahrez. Mahrez schießt und macht den Siegtreffer in der 93. Minute. 4:3. Das Ding müsste jetzt damit durch sein. So, und damit ist das Spiel abgepfiffen und damit haben wir das Spiel hier gewonnen, auch wenn es erst spät war. Aber was soll's, Sieg ist Sieg, Fußball ist Fußball. Wir gehen diesmal nicht ins Interview, darauf habe ich jetzt keine Lust. So, als nächstes gehen wir rein ins Freiburg-Spiel. Gehen wir rein in die Schnellsimulation. 3:0. Marco Reus, Hazard und Arnold. Und da können wir auch direkt rein ins Club Brügge Spiel. So, Anstoß von Club Brügge. Reus. Rüber auf Eden Hazard, der da genug Freiraum hat. Eden Hazard legt nochmal rüber auf Marco Reus. Ah, schade. Brügge jetzt mit der Chance und sie machen das Tor, aber abseits. Nochmal Glück gehabt. Kagawa. Rüber auf Reinier, guter Pass. Reinier. Und der macht das Ding. 1:0 vor der Pause. Guter Steilpass und schönes Ding in kurzen. Halbzeit abgepfiffen, somit geht's rein in die Pause. Wird auch keiner diesmal jetzt ausgewechselt wieder. Machen wir ja sonst eigentlich auch nie. Marco Reus auf Reinier. Reinier schießt und macht das Ding. 2:0 Reinier mit dem Doppelpack. Und Brügge mit einem sehr hervorragenden Tor. Gut gemacht, muss man sagen. Und Arnold geht raus, dafür kommt Jorginho.
Und, oh, sauberes Tor, Kopfballtor von der Nummer 8 von Club Brügge. Vorgelegt von der Nummer 10. Jetzt muss Dortmund aber mal so richtig was nachholen jetzt. Zwei Tore reingehen lassen. Und Club Brügge dreht das ganze Spiel nochmal 3 zu 2. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Damit war es das mit dem Spiel. Und wir haben leider mit dem 2 zu 3 oder 3 zu 2 verloren. Naja, was soll man machen? So, was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, dass wir mal den guten Erling Haaland auf die Transferliste setzen, weil er ja gerade verletzt ist, und dann können wir ihn vielleicht in der Wintertransferphase vielleicht für einen hohen Betrag noch verkaufen und uns damit einen neuen Stürmer holen. So geht's auch direkt rein ins Spiel gegen Arminia Bielefeld. Da machen wir jetzt nicht viel, gehen wir einfach die Schnellsimulation und gewinnen mit einem 4 zu 0. Hazard, Hazard, Hazard und Mahrez. So, als nächstes gehen wir rein in das Spiel gegen den FC Bayern. Und ich habe die Aufstellung schon ein bisschen angepasst, wie ihr sehen könnt. Und ich schaue mir gerade die Aufstellung von Bayern an. Und Goretzka in der Innenverteidigung, kann der das? Und Süle auf rechts, da ja, das kann Süle ja eigentlich. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob Goretzka so schlau in der Innenverteidigung ist. So, geht's auch direkt rein ins Spiel hier. Bayern mit dem Anstoß. Shinji Kagawa. Mokoko ganz frei. Mokoko schießt. Schade. Mahrez auf Thorgan Hazard. Thorgan Hazard schießt. Neuer hat ihn. Leroy Sané. Und Thomas Müller mit dem 1 zu 0 in der 21. Minute. Nächste Gelegenheit für FC Bayern. Eden Hazard. Eden Hazard, gute Situation, Schuss und Eden Hazard mit dem Ausgleich in der 31. Minute. Bayern hier mit der Möglichkeit, Robert Lewandowski schießt und geht an Pfosten. Süle mit dem mit der Flanke. Mahrez. Schuss. Und der geht auch rein. In der 40. Minute. Mahrez dreht das Spiel. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Gehen wir rein in die Pause. Damit gehen wir auch direkt in die zweite Halbzeit. Dortmund mit dem Anstoß. Kagawa. Auf Moukoko. Auf Hazard. Und Hazard fliegt da über Manuel Neuer drüber. Hier noch ein paar Wechsel. Arnold kommt rein. Sowie Reinier. Dafür gehen Moukoko und Jorginho. Bayern und mit dem Ausgleich Thomas Müller. Kagawa. Kagawa kommt da gut durch.
Reinier schießt und der ist drinne von Carava vorgelegt. 2 zu 3. Die letzten Minuten sind angebrochen. Und das war's. Wir sind weiter im DFB-Pokal. Wir hauen die Bayern raus. So, und damit würde ich auch sagen, war's es mit der Folge. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.